Kalimera. Aloha. Hallo, ihr Lieben. Samstagnachmittag, Tag 31 unserer 33 Tage Gratitude Challenge. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Und ich warte einen Moment, bis ihr dazukommt. Na, Gabi? Komm mal her. Na, komm mal her. Wir warten noch einen Moment, ja. Wir warten noch einen Moment. Komm her. Mal schauen, wer gleich noch dazukommt. Ja, guck mal da, guck mal da. Schau mal. Ja. Oh. Guck mal da ins Bild. Wo ist ich? Ja. Mausi. guck mal da. Guck. Ja. Nimmst du teil? Heute? Wofür bist du dankbar, Gabi? Oh, schön schnurren. Ihr Lieben. Ja, kannst dich da hinlegen. Wer kommt dazu? Wer kommt dazu? Claudia! Juhu! Wie immer die Erste. Sei lieb gegrüßt. Schön, dass du da bist. Ich habe mich heute mal umgedreht hingesetzt, damit ihr nicht immer in die Richtung schaut. Zum Ende der Challenge sozusagen nochmal ein Perspektivwechsel. Aber noch immer drin, weil das Wetter draußen noch nicht so ist, dass ich sagen würde, ich mache das Ganze live draußen. Einen wunderschönen Samstagmittag. Es ist, es hat aufgehört zu regnen. Vorhin hat es mal wieder ein kleines bisschen geregnet. Bei euch liegt Schnee. Ja, ich habe Bilder gesehen. Und Wahnsinn, es sieht aus wie Winter Wonderland. Das stimmt. Ist irgendwie auch nochmal schön. Also, manche finden es schön, manche sagen, oh nee, was? What the? Wir haben April. So ist es. Ich habe das schon immer mal wieder erlebt, dass der April nochmal Schnee gebracht hat. Kann passieren. Trotzdem, ne? Wir merken ja alle, dass der Frühling jetzt sozusagen in den Startlöchern sitzt und schon wunderschöne Kirschblüten gezaubert hat und ganz viel Schönes an Natur und Blumen. Und ja, der April kann das ja manchmal echt nochmal so verursachen, ne? Dass dann plötzlich auf den Kirschblüten nochmal Frost oder Schnee oder was auch immer kommt. Wie geht's dir denn, Claudia, damit? Findest du es schön, dass der Schnee da ist oder nicht? Hallo, lieber Sebastian! Schön, dass ihr da reinpurzelt. Ja, also, boah, 31 Tage sind wir heute, genau. Ich weiß gar nicht, was ich vorhin gesagt habe. Wir sind heute Tag 31. So rum ist es richtig. Claudia hat ja mal aufgepasst, aber ich denke, ja, nee, gestern war der erste Dreier sozusagen, Tag 30, und heute ist Tag 31 von 33 Tagen. Stimmt uns auf unseren Urlaub ein im Schnee. Aha. Sorry, ich musste gerade gucken. Was? Du machst noch einen Skiurlaub, wie schön. Ja, hat schon auch was, der Schnee. Ja, wir haben Tag 31 heute von 33. Also heute noch, 31, morgen 32. Montag ist der dritte Dreier. 33 Tage ist am Montag. Das ist der 4.4. dann, 4.4.2022. Und wir machen das ja jetzt tatsächlich schon seit 3.3. Genau. Hör, Wahnsinn, was die Zeit vergeht. Island.
Boah, 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 wie die Griechen so schön sagen. Das ist ja wohl der Hammer. Du reist nach Island. Herrlich. Oh. Da war ich noch nie. Also ich bin so viel rumgereist in meinem Leben. Ich habe ja eine Touristikerlaufbahn auch. Also in meinem früheren Leben, wie man so schön sagt, vor meinem Burnout und vor meinem bewussten Weg, war ich ja mal Juristin. Und während meines Jurastudiums habe ich eine Reisebürofiliale geleitet. Also ich war 12 Jahre in der Touristik, habe eine Vollzeit eine Reisebürofiliale geleitet und dann auch noch bei Qantas und British Airways gejobbt und ein Callcenter, einen touristischen aufgebaut. Und später mit meinem Ex-Mann war ich ja später dann weiter in der Touristik und wir haben eine Reiseveranstaltungsfirma gehabt. Also ich bin ganz viel gereist in meinem Leben. Das war auch eine schöne Zeit, muss ich sagen. Ich habe das damals nicht so bewusst wahrgenommen, weil ich ja gar nicht so präsent da war, sondern viel am Funktionieren und im Autopiloten, im Funktionsmodus. Und trotzdem, so rückbetrachtet, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich so viele Länder schon bereisen konnte durch meine Touristikerzeit. Das waren über 12 Jahre in der Touristik. Vollzeit, Teilzeit und so weiter. Und ja, ich war damals so ein totaler Workaholic. Und gleichzeitig war das aber ein sehr schöner Bereich, ja. Aber Island, das habe ich nie kennenlernen dürfen. Das ist bestimmt total schön da. Wow. Geht ihr da auch mal in so ein Zelt, so ein Sternengucker, Stargazing-Zelt vielleicht? Und dann diese ganzen heißen Springquellen wahrscheinlich und so, ne? Also. Wann geht's da los, Claudia? Und wie lange und so? Muss ja echt sagen, ich habe gar nicht mehr, aber ich habe so Bilder davon, habe ich gerade vor Augen. Ist geplant. Es stimmt, ja, stimmt auf jeden Fall mal ein auf das, ja. Gut, ihr Lieben, so langsam können wir, glaube ich, starten. Gesamten Osterferien, wow, bravo. Sehr schön. Vorfreude ist ja bekanntlich die beste Freude. Ich finde, das sind so blöde Sprüche. Das stimmt gar nicht. Die pure Freude, wenn sie dann da ist, ja, in dem Moment, ist doch total schön. Vorfreude ist aber auch schön. Sternschnuppi, hello. So, da purzelt ihr rein. Ich sage euch mal, was heute geplant ist. Wie gesagt, wir haben Tag 31 von 33 Tagen Gratitude, Dankbarkeitschallenge, also die positive Energie nähren in uns, das wärmende Herz, die Herzensfülle, ja, Verbundenheit, Freude, Zuversicht, Dankbarkeit, ja, also das innere Glück, den inneren Frieden zu nähern, das ist Sinn dieser Challenge. Und gleichzeitig gebe ich euch auch jeden Tag ein paar Impulse zum Thema Mindfulness, Resilience, Heartfulness und Soulfulness. Und jetzt haben wir schon 31 Tage hinter uns und zu den ersten drei Bereichen schon ganz viel gemacht. Also zur Achtsamkeit, zum bewussten Dasein sozusagen, zur Resilienz, zum Thema Herzverbundenheit, Herzensfülle. Und jetzt ist so die letzten Tage nochmal mehr das Thema. Soulfulness, ja, Seelenweg, Seelenessenz, Seelenlicht im Fokus von meinen Impulsen. Und wir machen heute auch noch mal eine angeleitete Reise. Gestern habe ich einen Power Talk gemacht. Heute machen wir eine angeleitete Visionsreise mit ein bisschen Musik gleich und ich werde das anleiten. Das kommt aus der Theorie U. Ich habe ja bei Otto Scharmer die Theorie U-Ausbildung, Theory U, vor vielen Jahren mal gemacht für den auch Unternehmenskontext. Und das war, also das ist für mich noch immer eines der Highlights von vielen Dingen, die ich gelernt habe, weil es uns sozusagen lernt, mit dem
oder ja trainiert und schult, mit dem Unbekannten umgehen zu lernen. Ja, das U, das Theory U steht für Welcome the Unknown, das Unbekannte willkommen heißen. Also den Wandel auch, ja, und all das, was wir noch nicht so, was nicht vertraut ist, was wir nicht kennen. Das auch das Unsichere, das Unbekannte, das Unangenehme willkommen heißen und damit umgehen lernen. Und die Theorie U, da gibt es ganz viele Methoden, und wenn wir uns diesem U zuwenden, dann geht es auch erstmal in Phasen von Deep Listening, also zuhören. Es geht darum, wieder zu fühlen, also rauszugehen aus dem üblichen Modus und reinzugehen in ein offenes, neugieriges Zuhören, in ein dann Sensing, also ein Gefühl bekommen für die Situation, für das, was da an Herausforderung da ist. Da geht es um gemeinsam explorieren. Es gibt eine Phase des Crystallizings, also wo dann sich schon erste Dinge herauskristallisieren, wie in dieser Situation oder mit dieser Herausforderung umgegangen werden könnte, was es für Möglichkeiten gibt, ja. Crystallizing, und dann geht es langsam in eine Phase, wo dann auch an Lösungen gearbeitet wird sozusagen, aber nach dem Motto so, wir legen erstmal alles auf den Tisch, ja, ohne Wertung, und schauen dann Prototyping, machen kleine Prototypen und probieren aus und gucken, was dann in der Situation eben die beste Lösung ist sozusagen, bevor wir dann aus dem U wieder rausgehen und in eine neue Welt, in eine neue Future, in eine neue Zukunft gehen. Ich finde das so spannend, diese Prozesse. Und da gibt es ganz viele auch innere Journeys, die uns da helfen und unterstützen, das Feld zu fühlen. Also weil Theorie U sagt auch was aus über Welcome the Unknown, das Unbekannte ist noch, also ja, für uns noch ein zu explorierendes Feld, und gleichzeitig ist aber immer schon so eine Ahnung da von, also es gibt immer schon Anteile in uns, die schon so eine Ahnung haben von dem, was kommt, ja, oder was kommen mag und sich offenbaren mag. Und wenn wir das dann in der Gruppe gemeinsam, diese Reisen, diese Journeys machen, dieses Reinfühlen, Reinschmecken, dann ist auch im Feld, liegt meistens schon ganz viel an Lösungspotenzial und an Ideen und an Möglichkeiten. Ja, also eine ganz tolle Arbeit, die der Otto Schammer da kreiert hat. Und ich liebe das. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr im Unternehmenskontext mit meinen Kollegen durchgeführt. Stimmt nicht ganz. Letztes Jahr im November habe ich es mal mit einer Führungskräftemannschaft gemacht, und das war für die auch total voll ins Herz und sehr berührend. Genau, da komme ich auch schon zum Punkt 1 dessen, wofür ich heute dankbar bin. Nummer 1 meiner Dankbarkeitsschätze heute ist tatsächlich, dass ich würdigen möchte, wie sehr ich über die Jahre gelernt habe, über den Tellerrand zu schauen und wirklich aus einer übergeordneten Perspektive auf die Dinge, auf die Welt, auf mich selbst, auf mein Umfeld, auf alles zu schauen. Ja? Also nicht mehr wie vielleicht vor 10, 15 Jahren immer so in diesem verhafteten, gefangenen, kleinen Weltbild und so im Tunnelblick auf das, was gerade irgendwie ansteht, sondern schon vor langer Zeit, vor 10, 15 Jahren gelernt habe, eine Vogelperspektive einzunehmen, eine Beobachterrolle auch, mit ein bisschen Abstand auf die Dinge zu schauen und auch auf mich selbst und auch auf das, was mit mir zu tun hat, ja, und eben auch in der Lage zu sein, reflektiert auf Dinge zu schauen, ohne zu sehr emotional involviert zu sein. Und dadurch auch einen Weitblick
gewonnen zu haben. Und ich gebe euch mal ein Beispiel dafür, warum mir das auch jetzt heute so als Dankbarkeitspunkt kommt. Ich habe gestern Abend ja noch eine 7-Generationen-Aufstellung oder Journey gehabt, mitgemacht. Und wir haben sozusagen aufgestellt, das Future-Ich, also auch in der Theorie arbeiten wir viel mit dem Present-Ich und dem Future-Ich. Und wir haben sowohl Menschen, Personen gehabt, die für das Present-Ich standen und andere für das Future-Ich. Und das Future-Ich war sozusagen 200 Jahre in der Zukunft. Und wir haben sozusagen die momentane Welt, weil es war eine 7-Generationen-Aufstellung für die Welt und den Frieden. Wir haben die momentane Welt aufgestellt, wie sie present, wie sie momentan sich darstellt. Und sind in Interaktion gegangen mit dem Future-Ich, was also 200 Jahre später lebt. Und wie sich die Welt bis dahin verändert hat. Und haben eben auch dargestellt, was also berichtet und geteilt miteinander und reingefühlt, wie die Welt im Moment ist und was es für Schritte braucht, ja, um eben in diese Welt zu gehen, wie sie in 200 Jahren sein wird, wie eben die nächsten 7 Generationen, deshalb 200 Jahre, ja, weil das sind in etwa 7 Generationen weiter, welche Schritte es braucht, um dann da in eine neue, in dieser neuen Welt zu leben. Ja, welche Schritte sind wir in den nächsten 7 Generationen gegangen, rückblickend aus dem Future-Ich. Und das war so berührend. Also, ich habe das schon öfters gemacht, aber es war sehr powerful, sehr kraftvoll gestern. Vielleicht auch wegen dem Neumond und weil es einfach auch in der Luft lag und ich habe davor noch ein Coaching gegeben und irgendwie war es so sehr kraftvoll und ich war auch total berührt. Auch nochmal der Blick, wo stehen wir denn jetzt gerade kollektiv gesehen und was waren denn die letzten 7 Generationen, die letzten 200 Jahre, wo wir ja durch so viele Kriege gegangen sind und den Ist-Zustand zu sehen und zu gucken und wo wollen wir denn hin und wie können wir das erreichen? Da, wo wir hinwollen, ja, in eine Welt mit Frieden und wo Liebe und Frieden herrscht, ja, und wo wir aufgehört haben, mit allen möglichen Mitteln gegeneinander zu kämpfen und so weiter. Das war sehr, sehr schön. Und auch da, gestern war es halt wieder notwendig, so einen übergeordneten Blick einnehmen zu können, ja, und auch das große Ganze zu sehen und zum Beispiel bei der Frage, was schenkt dir denn Kraft, um diese Schritte, die jetzt anstehen, zu gehen? Ja, und da war eine meiner Antworten, dass mir auch das Vertrauen, das in mir gewachsen ist, Kraft schenkt. Ja, dass ich über all die Jahre, hallo liebe Mona, schön, dass du reinschaust. dass ich über all die Jahre dieses Vertrauen nähren durfte in mir, dass alles immer zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment, zur richtigen Zeit geschieht und auch immer alles für uns geschieht, für mich geschieht. Und dieses Vertrauen durfte ich erlernen in den letzten 15 Jahren, ja, nach so vielen Krisen und wo auch immer wieder alles weggebrochen ist und ich gelernt habe, auch umzugehen mit Krisen, mit Herausforderungen und und das hat mein Vertrauen immer mehr genährt und auch mich irgendwann in diversen Erleuchtungsmomenten sozusagen auch geöffnet für wirklich die Verbindung zum großen Ganzen. Und wenn wir das so betrachten können mit diesem Blick auf das Spielfeld des Lebens, ja, dass das eben alles, was geschieht, ja, unser eigenes Leben, unser eigenes Spielfeld, aber auch kollektiv gesehen, ja, das kollektive Spielfeld der Menschheit, ja, und das Geschenk, was wir vom Göttlichen, vom großen Ganzen, vom Schöpfer sozusagen bekommen haben, das alles zu erleben, ja. Wenn wir das aus der Perspektive betrachten können, dann nimmt das alles eine ganz andere Qualität an. Es sind Erfahrungen, die wir machen.
angenehme genauso wie unangenehme. Ja, also das ist mein erster Dankbarkeitsschatz heute, dass ich mir selber auch danke für den Weg, den ich schon gegangen bin und auch für die Möglichkeit, die ich in mir genährt habe, wirklich die Fähigkeit und die Möglichkeit, Dinge von einer übergeordneten Perspektive zu betrachten. Entschuldigt. Ist gerade irgendwas in meine Nase gekommen. Ja. Das Zweite, was heute mein Dankbarkeitsschatz ausmacht, das, was in mein Glas wandert gleich, zweiter Dankbarkeitspunkt. Du auch, Agapi. Ja, du bist auch jemand, der, für den ich sehr, sehr dankbar bin. Meine kleine Heilerkatze. Der kleine Gizmo rackert draußen rum und Agapi steht hier und möchte gern geknuddelt werden. Der zweite Punkt, wofür ich dankbar bin heute, ist ja die Kreativität, die sich immer wieder zeigt in Momenten der Ruhe, vor allen Dingen unter der Dusche. Ich habe heute Morgen schon einen sehr gefüllten und unruhigen Morgen gehabt, ja, nach der Morgenritualzeit. Und dann ein bisschen Bewegung, dann sind hier direkt, ich habe noch nicht mal meinen Kaffee gemacht, waren schon Ding-Dong an der Tür, diverse Besuche heute Morgen. Und dann kam ich erst mittags in die Dusche und dann habe ich aber richtig gemerkt, so wieder der Moment des Me-Time-Raums. So diese Dusche und auch dieses mit mir sinnlich, ja, schönes Duschgel, was so schön duftet. Und ja, also dieser Raum, das zu zelebrieren, hat mir direkt wieder einen kreativen Schub gegeben. Ich bin ganz oft so, dass ich unter der Dusche besonders viele Ideen habe. Und ja, das möchte ich heute auch noch würdigen, weil da ist heute Morgen oder heute Mittag besser gesagt sehr in mir geflossen. Da sind ein paar neue Ideen entstanden. Genau, also kreative Räume, Musse-Momente, Musse-Dusche-Momente möchte ich würdigen. Und als Drittes habe ich heute den Wiedehopf nochmal, der jetzt heute tatsächlich direkt vor meiner Tür hoch und runter gehüpft ist, hier. Es ist einfach zuckersüß, ja, also ich habe diesen Vogel die ganze Zeit nie gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob der hier war. Auf jeden Fall, seit der Rasen gemäht ist, seit 3 Tagen, ist der hier, hüpft der hier auf und ab. Scheinbar ist im gemähten Gras irgendwas, was dem total gefällt. Hallo, lieber André. Und ja, auf jeden Fall, dass der so direkt ganz nah vor meiner Haustür hoch und runter hüpft. Auf und ab hüpft. Das war herzerwärmend. Das sind meine 3 Dinge heute, für die ich dankbar bin. Und jetzt möchte ich gerne von euch kurz hören, was sind eure 3 Dankbarkeitsschätze heute? Erzählt mal, schreibt es mal kurz in die Kommentare. Ich habe noch einen 4. Das hat was zu tun mit Vorfreude. Gleich nach meinem Live jetzt hier heute. Was ist denn los? Ein bisschen quengelig heute, meine Maus, Agapi. Ich fahre gleich noch nach Korfu-Stadt und werde noch ein paar Sachen im Baumarkt besorgen, hier um draußen ein bisschen die Veranda, Terrasse, den Gartenbereich zu verschönern. Und da freue ich mich schon drauf. Ich war nämlich tatsächlich auch die ganze Woche hier sehr busy mit Arbeit, viel drin, dann das schlechte Wetter. Und insofern freue ich mich, mich auf den Weg zu machen. Es ist etwa 1 Stunde Fahrzeit. Und ja, durch die Insel und das alleine die Fahrt immer schon ist total pure Freude für mich. Genau. So, mal gucken. Wie sieht's denn bei euch aus? Gebt mir mal ein Zeichen. Mal schauen, was ihr mir gleich berichtet. Jetzt
haben wir heute noch, morgen und übermorgen. Der gestrige Abend mit einer Freundin und tollen Gesprächen. Sehr schön, danke fürs Teilen. Ja, so. Also Freundinnengespräche. Ich habe heute Morgen noch überlegt, ob ich die heute erwähne, weil ich hatte heute Morgen auch schon zwei schöne kurze Telefonate, aber sehr nährend. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das habe ich schon so oft irgendwie auch berichtet. Ich nehme heute mal andere Punkte. Ja, schön, dass du es teilst. Es ist für uns so wichtig, dass wir uns immer wieder connecten, dass wir wertvolle, schöne Gespräche haben mit lieben Menschen. Erinnert euch mal an die Resilienzsäule Nummer 6, ne? Beziehungsnetzwerk. Sehr stärkend und nährend. Gibt es noch was anderes? Was habt ihr noch? Dankbarkeit heute. Ich bereite mal in der Zwischenzeit gleich mal die Meditation vor. Gucken, ob das doch, das müsste so gehen. Und ja, ich mag dich einladen, wenn du jetzt Lust hast, am Impuls teilzunehmen, dann nimm dir mal was zu schreiben. Nimm dir mal ein kleines Notizbuch oder ein paar Blätter, Kugelschreiber, Bleistift, was auch immer, ein Stift. Nimm dir was zu schreiben. Und das, was ich mit dir, mit euch jetzt machen mag, ist eine kleine Visionsreise, eine angeleitete, mit Musik auch. Und mit Fragen, die ich stelle. Und das ist ein Journaling. Das heißt, ich lade dich dann ein, auf die Fragen, die ich stelle, ganz intuitiv zu antworten und einfach aufzuschreiben, ohne groß nachzudenken. Ja? So wirklich intuitiv schreiben, was kommt. Und zwischendrin, zwischen den Fragen, weil es sind einige Fragen, und zwischen den Fragen gibt es eine angeleitete Meditation, ja, wo wir auch ein bisschen ins Future-Ich gehen. Und tatsächlich auch eine Visionsreise aus der Theorie U, von der ich vorhin gesprochen habe. Genau, also, hoffe, du bist ready. Marie-Louise, hello, schön, dass du da bist. Ja, ich hoffe, du bist ready und freust dich auf diese kleine Reise jetzt. Und ich bin mal gespannt. Hallo. Bin mal gespannt, wie es dir gleich nach der Reise dann ergangen ist, was du berichtest. Also, Zettel, Stift. Ansonsten brauchst du nichts. Und dann werfe ich die Musik an und lade dich einfach ein, mitzumachen. So, einmal die Musik starten. Ja, mach's dir bequem. Auf deinem Platz, da wo du jetzt in diesem Moment gerade bist. Nimm ein paar tiefe Ein- und Ausatemzüge. Schließ die Augen, wenn das für dich angenehm ist. Dich innerlich bereit für eine kleine innere Reise. Eine Reise zu dir selbst, um etwas über dich selbst zu erfahren.
um etwas über deine Zukunft zu erfahren. Öffne die Augen, nimm dir deinen Stift und ich stelle dir die Fragen und ich lade dich ein, intuitiv zu antworten. Frage Nummer 1. Über die vergangenen Wochen und vielleicht auch Monate betrachtet, was nimmst du wahr in Bezug auf dein Potenzial, auf dein vielleicht sich zeigendes Potenzial? Dein Inneres, was sich zeigen möchte. Welche Stärken hast du? Was könnte dein Geschenk sein? Für dein Umfeld, für die Welt. Nimm deinen Stift und schreib ganz intuitiv, was dir einfällt. Und alles ist richtig, ja. Du darfst hier einfach ins Blaue schreiben. Was zeigt sich in dir? Was ist dir die letzten Wochen und Monate aufgefallen, was sich entfalten mag? Frage Nummer 2. Wenn du mal tief in dein Herz hineinhörst, was ist es, was du wirklich machen möchtest, was dich wirklich tief bewegt, was dich erfüllt und wo du mit ganzem Herzen dabei bist. Nimm wieder deinen Stift und schreib einfach alles runter, was kommt. Frage Nummer 3. Erinnere dich an dich selbst in einer früheren Situation. Ein bestimmter Moment, du als jüngeres Selbst. Eine Situation, wo du in die Zukunft geblickt hast, vielleicht als Jugendlicher zum Beispiel oder als kleines Kind. Was würde dein jüngeres Selbst zu dir sagen, wenn es jetzt durch die Tür käme, was jetzt für dich wichtig ist? Nimm wieder deinen Stift und notiere alles, was dir in den Sinn kommt, intuitiv. Was würde dein jüngeres Selbst zu dir sagen, was jetzt für dich wichtig ist? Nächste Frage. Und dann stell dir vor, du bist kurz vor deinem Tod und schaust auf dein Leben zurück. Dreh dich um. Was sagt dein weises, älteres Selbst, was jetzt für dich wichtig ist? Was möchte es gelebt und vielleicht als Fußabdruck hinterlassen haben? Nimm deinen Stift und schreibe. Was sagt dein
weises älteres Selbst rückblickend auf dein Leben. Was hast du gelebt? Und jetzt lade ich dich ein, deine Blätter mal zur Seite zu legen, dich bereit zu machen für eine kleine Meditation. Ja, lass Stift und Blätter zur Seite, du brauchst sie nachher nochmal. Schließ die Augen, wenn du magst. Verbinde dich nochmal mit dir. Spür die Füße auf dem Boden. Nimm wahr, wie du sitzt und atmest. Beobachte den Ein- und Ausatem und spür deine Verbindung. Nimm die Verbindung zur Erde wahr. Über die Füße. Spür deine Verbindung nach unten. Alle die, die jetzt in diesem Moment mit dir diese Journey machen, diese Reise, alle die haben jetzt die Füße auf dem Boden und spüren die Verbindung mit sich selbst, genau wie du, und die Verbindung mit Mutter Erde. Und dann geh ein Stückchen weiter nach oben in deine Herzgegend. Verbinde dich mit deinem Herzen. Ja, verbinde dich mit dem Energiefeld deines Herzens. Verbinde dich mit der Intelligenz deines Herzens. Und spür auch die Verbindung aller Herzen, die in diesem Moment sich verbinden. Und dann wandere weiter mit deiner Aufmerksamkeit nach oben, zu deinem Scheitelpunkt, deinem Kopf, deinem Kronenchakra. Spür die Verbindung nach oben. Spür die Verbindung Richtung Himmel. Nimm dich wahr, wie du jetzt in diesem Moment hier bist, verbunden mit der Erde, verbunden mit dem Himmel, verbunden mit deinem Herzen. Und dann lade ich dich ein, nimm einen tiefen Atemzug. Mit geschlossenen Augen stell dir vor, dass du vor einem großen Tor stehst.
und du kannst noch nicht genau sehen, was sich dahinter verbirgt. Du bist momentan noch in der aktuellen Realität, im Hier und Jetzt, in diesem Moment. Und doch hast du schon eine Ahnung davon, was sich hinter diesem Tor verbirgt, was sich dort zeigt. Hinter diesem Tor ist die Zukunft. Deine Zukunft, persönlich, familiär, beruflich. Sie ist noch nicht ganz sichtbar, noch nicht ganz da. Und doch, du hast schon eine leise Ahnung, denn die Zukunft wartet auf dich. Sie wartet darauf, von dir erkundet zu werden. Sie wartet darauf, entdeckt zu werden von dir. Sie wartet auf jeden Einzelnen, der jetzt in diesem Moment diese Reise macht. Und ich zähle bis drei und dann lade ich dich ein, bei drei dieses Tor zu öffnen, um zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Eins, zwei, drei. Schau, was sich hinter diesem Tor für dich verbirgt, was es dort gibt. Nimm dir Zeit, dich umzuschauen. Beobachte, wie sieht es dort aus in dieser Zukunft. Nimm einfach alles wahr, was du siehst. Ganz ohne Urteil. Und ich lade dich gleich ein, wenn ich erneut bis drei zähle, wirklich aufzustehen und dieses Tor zu passieren, durchzugehen. Ja, wenn du magst, geh wirklich real durch dieses Tor, indem du aufstehst und durchgehst. Ich zähle eins, zwei, drei. Steh auf und geh durch dieses Tor. Schau dich um, was siehst du? Und bemerke, was sich um dich herum auftut, was sich zeigt. Hab eine Wahrnehmung für Gefühle, für Energien, für Bilder, alles, was du wahrnehmen kannst. Und vielleicht ist diese Stelle, wo du jetzt in diesem Moment bist, schon die passende Stelle deiner Zukunft, das fertige Bild deiner Zukunft. Vielleicht ist es aber auch nur ein Zwischenschritt, eine Übergangsphase. Spür mal hinein, wie fühlt sich diese Position an, auf der du jetzt stehst. Ist es das fertige Bild deiner Zukunft?
Ist es eine Übergangsphase? Und wenn du Lust hast, tiefer zu schauen, noch weiter zu gehen, dann geh noch ein paar Schritte weiter. Geh vielleicht noch ein, zwei Schritte, um noch ein bisschen tiefer und noch ein bisschen konkreter schauen zu können. Nimm auch an dieser Stelle wieder alles wahr, was sich dir zeigt, was in dein Aufmerksamkeitsfeld kommt. Gefühle und Bilder, Energien, was auch immer du fühlen kannst. Und falls du bemerkst, dass die andere Position vielleicht stimmiger war, sich für dich irgendwie passender angefühlt hat, dann kannst du selbstverständlich auch wieder diese ein, zwei Schritte wieder zurückgehen. Du entscheidest. Schau, wo du dich wohlfühlst, ja, wo du für dich den passenden und stimmigen Platz in deiner Zukunft findest. Was ist der für dich wichtige Platz in deiner Zukunft? Und von dieser Stelle aus spür nochmal, ob es dich in eine andere Richtung zieht. Innerlich, ja. Spür nach innerlich, ob du dich anders ausrichten möchtest. Ob es dich in eine bestimmte Richtung weiterzieht. Du hast die Möglichkeit, fein zu justieren. Wo auch immer es dich hinzieht. Wenn du diese Übung mit anderen zusammen machst, kannst du auch spüren, ob es dich zu bestimmten Personen hinzieht. Und nimm zwischendurch immer wieder auch die Verbindung wahr zur Erde, zum Himmel, zum Herzen, in deiner Mitte. Wie sieht diese Umgebung aus? Wie fühlt sie sich an? Welche Bilder kommen? Welche Gefühle sind da? Und dann lade ich dich ein, dich ganz langsam umzudrehen. Ja, und mit deinem inneren Auge auf den Platz zu schauen, auf dem du vorher gesessen hast. Erinnere dich daran, dass du noch vor wenigen Minuten auf diesem Platz gesessen bist. Du selbst. Und doch war diese Person, die hier eben gesessen hat, vor ein paar Minuten jemand anderes. Es war jemand ohne dieses Bild aus der Zukunft. Und dann frage ich dich, wenn du dieser Person einen Rat geben dürftest, der wirklich aus der Tiefe deines Herzens kommt,
Was würdest du dieser Person von vorhin raten? Was würdest du ihr empfehlen? Verbinde dich mit dieser Person von vorhin. Welche Empfehlung hast du für diesen Menschen, für diese Person? Was empfiehlst du ihr? Dann lade ich dich ein, die Augen wieder zu öffnen, dich wieder hinzusetzen auf deinen Platz von vorher, ja, auf deinen Stuhl. Und wenn du magst, nimm dir wieder deine Blätter, deinen Stift und notiere dir diese Empfehlung von deinem Zukunfts-Ich. Notiere dir alles, was dir eben empfohlen wurde. Was du eben ja, von deinem Zukunfts-Ich gehört hast. Nimm dir einen Moment Zeit, alles zu notieren, was eben da war. Und dann habe ich noch mal ein paar Fragen. Und wie zu Beginn lade ich dich ein, intuitiv aus dem Herzen, aus dem Bauch einfach runterzuschreiben, was auch immer dir kommt. In Bezug auf deine Vision, welche Zukunft möchtest du kreieren? An was für einer Zukunft möchtest du beteiligt sein? Und ich lade dich ein, hier ganz groß zu denken und möglichst konkret. Schreib dir auf, an welcher Zukunft möchtest du beteiligt sein. Und dann lade ich dich ein, als nächstes die nächste Frage zu beantworten, die da lautet: Was musst du loslassen, damit diese Zukunft real werden kann? Was musst du loslassen, damit dieses Bild wahr wird? Nächste Frage. Was darfst du einladen und willkommen heißen, damit diese Zukunft real wird? Wo kannst du schon erste Samen sehen? In deinem persönlichen Umfeld, in deinem beruflichen Umfeld, im Großen. Wo kannst du erste Samen sehen? Was darfst du einladen? Was darfst du willkommen heißen? Damit diese Zukunft real wird. Nächste Frage.
5 people can change the world? Welche 5 Personen können dich am meisten unterstützen? Schreib 5 Namen auf von Personen, die dich unterstützen können, diese Zukunft real werden zu lassen, diese Vision, diese Intention umsetzen zu können. 5 Namen. Letzte Frage. Welche kleinen Schritte könntest du in den nächsten Tagen tun, um deiner Vision näher zu kommen? Baby Steps, welche kleinen Schritte möchtest du dir notieren für die nächsten Tage, so dass du Schritt für Schritt dieser Zukunft, dieser Vision näher kommst? Und dann leg die Blätter und den Stift wieder zur Seite. Wenn du magst, schließ noch einmal kurz die Augen. Nimm noch mal einen tiefen Atemzug. Lass all das jetzt nachwirken in dir, was eben da war an Zukunftsvision, an Empfehlung von deinem Future-Ich, von deinem Zukunfts-Ich. Für dich, für dein Leben, persönlich, beruflich, aber auch für uns kollektiv, für die ganze Welt. Lass all das jetzt in dir nachklingen, nachwirken. Nimm dich wieder wahr, wie du sitzt und atmest, wie du in diesem Moment hier bist, auf deinem Platz. Vielleicht magst du dir ein kleines Danke innerlich aussprechen dafür, dass du mit dieser Übung Gutes in die Welt bringst, einen guten Samen säst. Ja, für eine neue Zukunft, für eine neue Erde, eine neue Welt. Öffne die Augen wieder, wenn du magst. Schau, was dein Körper braucht, um wieder in Bewegung zu kommen. Da kommt direkt die Agape wieder. Räkel und streck dich. Schön, dass du mitgemacht hast. Oder auch im Replay. Diese Reise nochmal für dich. Ja, einfach nochmal durchgehst. Lass dich berühren. Und ja, ganz lieben Dank. Wie geht's euch? Wie geht es euch jetzt nach dieser Reise? Ricarda, hab dich vorhin schon gesehen. Happy Rebels, hello. Danke für die vielen Herzchen zwischendurch. Ich hab's gesehen.
aber in der Anleitung natürlich einfach nur wahrgenommen. Hat mein Herz erfreut. Dankeschön. Gut. Ja, ich danke euch für diese Zeit, diese innere Reise zu machen, gemeinsam zu erleben, hat mich auch sehr berührt. Es ist einfach für mich auch jedes Mal so kraftvoll, durch diese Schritte zu gehen, ja, und dann auch nochmal, also wirklich richtig aufzustehen, Schritte zu gehen, ist sehr kraftvoll. Und dann wahrzunehmen, was ist jetzt hier in diesem Raum, in diesem Feld, und aus diesem Zukunftsfeld sozusagen auch wieder auf die momentane Situation zu schauen und zu schauen, was kann ich für eine Empfehlung aussprechen? Was möchte mein Zukunfts-Ich für eine Empfehlung aussprechen für die Situation, die sich da gerade zeigt? Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Samstagnachmittag. Alles, alles Liebe für euch. Ich mache mich jetzt auf nach Korfu-Stadt. Freue mich, wie gesagt, ein bisschen über die Insel zu fahren und dann ein paar Sachen zu besorgen für meinen Garten, für meine Terrasse. Danke für die Herzchen. Wie war das denn mit der Reise? Wir üben ja in der Achtsamkeit auch immer so eine Essenz nochmal in Worte zu fassen. Das ist auch eine Achtsamkeitsübung. Wie kann ich in vielleicht wenigen ein, zwei Worten eine Essenz finden? Das ist eine informelle Achtsamkeitspraxis. Gucken, ob euch da noch was kommt. Und danke, wie gesagt, für die Herzchen. Gibt es noch eine Essenz? Hat es was in Bewegung gesetzt? Wie? Wie bitte? Bei Agape auf jeden Fall. Ja. Gut, ich gucke mir das nachher nochmal an, dann. Also einen ganz, ganz schönen Samstag bis morgen, bis zu Tag 32 morgen. Heute Tag 31. Es war mir eine große Freude mit euch. Schön, dass ihr alle reingeguckt habt. Und auch danke an alle, die es noch im Nachgang anhören, diesen Prozess nochmal durchgehen, weil er einfach ein ganz wichtiger Beitrag ist für das, wo wir uns gerade alle befinden und wo wir hingehen. Alles Liebe. Ciao, ihr Lieben. Bis morgen. Tschüss.